Ein anderes attraktives Ziel liegt nördlich von Cecina, Livorno. Ja, Livorno ist eine Hafenstadt. Du weißt ja, der Hafen von Livorno heißt Porto Medicea, weil die Medici-Familie ihn gebaut hat. Livorno ist nicht nur Hafen, es ist eine wunderschöne, am Meer entlang, eine tolle, schöne, wunderbare Promenade. Man kann hier rumlaufen. Aha. Wunderschöne Liberty-Häuser gibt es auf der rechten Seite. Man kann ins Theater von Livorno gehen und ins Museum von Livorno gehen. Man kann auch in Piazza Grande und diese große Einkaufsstraße, die Via Maradi, sind wunderschöne Boutique, Geschäfte, man kann auch einkaufen. Dafür, dass Livorno im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört wurde, ist noch viel zu sehen. Etwa die alte Festung oder das Gewirr von Kanälen im ältesten Teil der Stadt. Man kann auch an Markt in Livorno, sehr schön, ist ein riesengroßer Markt, heißt Mercatino Americano, die gibt es jeden Tag. Man kann hingehen und dort ein bisschen rumwühlen. In Livorno waren wir, da war der Markt aber schon zu. Der hat dann mittags irgendwie zu, stundenlang ist dann geschlossen und so. Also muss man schon früh hinfahren. Nina, du weißt, die Italiener zwischen 1 und 4. Ja, ist nach, da alles nach, zu. Nach den Spaghetti, nach der Spaghetti gibt es Penichella. Penichella? Ja, da habe ich schon... Heißt das Schläfchen? Ja. Penichella? Ja, das ist ein römischer Ausdruck. Aha. Und das ist so alt wie der Römer. Nach dem Essen eine Penichella. Aha. Und dann um 4. Dafür haben die aber die Geschäfte abends bis um 8, halb 9 auf. Und wenn man Zeit hat, soll man auch die kleine Markthalle in Livorno besuchen. Wunderschön, Fische, riesengroße Fischemarkt. Ah, wie toll, in dieser kleinen Markthalle. Gemüse, toll, erinnert mich an Frankfurt, kleine Markthalle. Aha. Wunderschön, wie die Stände da mit Käse, Schinken, so wunderschön. So ist der kleine Markthalle in Livorno. Ah, wie toll. Toll, sauber haben die jetzt restauriert. Aha. Sauber, toll, auch eingerichtet. Toll. Aha. Überhaupt lohnt sich in der Toskana ein Besuch der Märkte. In jedem Ort werden an mindestens einem Tag in der Woche die köstlichsten Sachen angeboten. Cecina ist der größte Markt des Provinz Livorno. Man kann Dienstag grimm wühlen und machen. Ah, da gibt es auch gutes Essen, da gibt es auch dieses Porchetta. Porchetta, ja. Ah, das ist was Gutes, ja. Ja. Und man kann hingehen, was kaufen, weil da gibt diese Stände, die kaufen den Rest von vielen Boutiquen, die nicht ausverkauft wurden. Kaufen am Block hierher, man kann toll Prada, Armani und Original finden für 30, 40 Euro. Deswegen Dienstag lohnt sich mal am Markt zu gehen.